Hier haben wir den Eli Howard. Der Führerschein ist abgelaufen. Unterstützung angefordert. Ist ein ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Zurückgeben. Los bestrafen, Fahrer. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel für so eine kleine Sache? Ja. Ach so. Ich habe geblinkt. Ich habe alles richtig gemacht. Ah ja. Bei ihr habe ich das vergessen. Diese Person ist überraschend abgebogen. Okay. Du darfst fahren. Jetzt fahr. Also wahrscheinlich nicht, weil sie da ist alles gut. Dieses Fahrzeug hat getönte Scheiben. Das ist denn? Fahrzeug. Getönte Scheiben. Ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Danke, Officer. Unfallbericht übergeben. Ihr Unfallbericht. Okay. Danke, Officer. Verstoß bestrafen, fahren. Kein Blinker gesetzt. Ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Danke, Officer. Das war's dann. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Sie ist alkoholisiert gefahren. Unfallbericht übergeben. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Oh, wow. Der ist wirklich ausführlich. Dann muss ich sie jetzt aber festnehmen wegen Betäubungsmittel, Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer. Ich muss sie festnehmen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Ein Fahrzeug muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Durchsuchen. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Oh. Klappmesser. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Bei denen heißt sofort, wirklich sofort. Jetzt kommt der, kann er nicht weiterfahren, weil der Wagen hier im Weg steht. Kannst du nicht schon mal aussteigen? Willst du hier die Tür aufmachen oder wie? Kollegin? Hallo? 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 Kollegin? Naja.
Ihre Schicht ist um, Officer. Okay, keine Störfläche. Ich habe vergessen, was sie gemacht hat. Okay, meine Schicht ist um. Dann fahren wir doch noch da. Dieses Fahrzeug hat eine rote Ampel überfahren. Ja, komm, fahr. Einfach weggeblinkt. Meine Schicht ist ja schon vorbei. Hey, jetzt braucht noch einer Mist. Wo ist denn unsere Polizeistation? Ups. Ah, doch, hier vorne. Spricht Ben.
Verkehrskontrolle. Einen neuen Stadtteil freigeschaltet. Eine Schicht machen wir noch. Dann muss ich das Video schneiden, weil sonst... So. Melde Raser mit der Radarpistole. Okay. Oh, mein Freund. Junge, was kann... Ein bisschen Pech, weil du bekommst jetzt halt Strafzettel, den Bürgersteig geparkt. So, Radarpistole. Mal hier kurz gucken gehen, weil ich habe tatsächlich vergessen darauf zu achten. Ich bin mal auf 45 mph, meine ich natürlich. Oh, nein, 35. Okay. Warte mal, 37?